Ich bin in einem Land geboren, wo Ende 70er, Anfang 80er ziemlich politische Unruhe gab. Deswegen haben sich meine Eltern entschlossen, nach Österreich zu flüchten. Also ich bin politischer Flüchtling. Ich bin mittlerweile seit 30 Jahren in Österreich. Mich wurde gut behandelt und die Menschen waren immer gut zu mir. Deswegen wollte ich was zurückgeben. Ich habe jahrelang mit Migrantinnen und für Migrantinnen gearbeitet und ihnen geholfen, in ihrem Weg, ihren schweren Weg beizustehen. Mittlerweile, und das ist eine Botschaft von mir an den Außenminister, arbeite ich an einem NGO, wo ich mit Flüchtlingen aus Syrien arbeite. Die sind so dankbar, wenn ich ihnen helfe. Sie umarmen mich jedes Mal und flüstern mir, dass sie glücklich sind, dass sie mich haben. Ich helfe ihnen, wo es geht. Diese Leute sind traumatisiert, auch die Kinder. Sie haben gesehen, wie Menschen, Freunde, Familie und Verwandte gestorben sind. Und jetzt bin ich da, um ihnen zu helfen. Ich heiße Dimitra Inci und bin 43 Jahre alt. Ich werde, solange ich lebe, immer ihnen helfen und das tun, dass ich ihnen das Leben erleichtern kann.